Wer übergewichtig ist, empfindet häufig einen enormen Leidensdruck. Nicht nur, dass das Gewicht gesundheitliche Probleme nach sich zieht, auch der psychische Druck ist enorm. Wer abnehmen will, sollte bei den Ursachen ansetzen. Fest steht, neben der Veranlagung spielen die falsche Ernährung und Bewegungsmangel die entscheidende Rolle. Doch die Verhaltensumstellung ist aufwendig und erfordert Disziplin und einen langen Atem. Auch die 30-jährige Studentin Silvia D. hat vieles versucht, oftmals jedoch mit mäßigem Erfolg. Sport versuche ich halt immer wieder, dass ich jogge. Eine Zeit lang habe ich auch mal Aerobic gemacht oder ich fahre Fahrrad, schwimmen. Ja, aber ich merke halt, dass da die Funde sehr langsam einfach purzeln. Ne? Wenn ich dann erstmal so ein gewisses Gewicht drauf habe, dann dauert das einfach sehr lange, bis man da auch ein Resultat sieht und das frustriert dann auch immer so ein bisschen. Ne? Kein Wunder also, dass so mancher sein Glück in der modernen Welt der Medizin sucht. Die Verlockung ist groß, ohne Diät, ohne Bewegung und trotz Süßigkeiten abzunehmen. Und ebenso groß ist das Angebot an Schlankheitsmitteln. Dragees, Pillen, Kapseln oder Pulver sollen in kürzester Zeit die Traumfigur ermöglichen. Vor allen Dingen im Internet findet man immer mehr solche Angebote. Das ist im Prinzip ein grenzenloser Raum, der auch schwer kontrolliert werden kann. Da tummeln sich auch viele wenig seriöse Anbieter. Wir haben uns da einige Schlankheitsmittel herausgezogen, uns ihre Kapseln angeschaut. Wir wollten wissen, was ist drin und wie wirken diese Kapseln eigentlich im Körper. Die Stiftung Warentest hat insgesamt 16 Schlankheitsmittel über das Internet gekauft und untersucht. Alle Produkte wurden von den Anbietern mit sehr weitreichenden Versprechen zur Wirksamkeit beworben. Zusätzlich wurde ein in Deutschland neu zugelassenes, verschreibungspflichtiges Medikament über das Internet gekauft und untersucht. Die Tester analysierten die Inhaltsstoffe im Labor und verglichen diese mit den Angaben der Anbieter. Außerdem bewerteten sie die Verbraucherinformationen und die Werbeversprechen der Vertreiber. Auch für Silvia D. waren die versprochenen Wirkungen verlockend. Ja, ich habe dann schon mal im Internet geguckt, was es da so für Diät-Tipps gibt. Und ja, dann habe ich das angeklickt und konnte so aus verschiedenen Produkten auch auswählen. Habe dann auch das